Hallo zusammen, für mich hieß es heute zum ersten Mal seit langem wieder Race Time, denn heute war für mich so ein bisschen mein Saison-Kickoff, denn heute bin ich auch beim 10 Kilometer AOK Straßenlauf in Augsburg gestartet. Das war jetzt so der erste Wettkampf, bei dem ich wirklich getapert an den Start gegangen bin. Klar, ich bin im Winter die verschiedenen Winterläufe auch mitgelaufen, allerdings war das nur aus dem Training raus und der Wettkampf jetzt war so ein bisschen zum Formvergleich zum vergangenen Jahr. Ich konnte jetzt leider nicht ganz so viel filmen, weil es sehr regnerisch und sehr kühl war. Deswegen habe ich hauptsächlich geschaut, dass ich einfach warm bleibe und mich möglichst viel drinnen aufhalte. Einfach um nicht auszukühlen, um eine relativ gute Wettkampf-Performance abrufen zu können und um gesund zu bleiben, da ich am Freitag zum Trainingslager nach Italien fahre. Kurz mal zum Rennen. Im vergangenen Jahr bin ich 34 Minuten und 10 Sekunden gelaufen. Dieses Jahr bin ich 33 Minuten und 26 Sekunden gelaufen. Also knapp 45 Sekunden schneller. War sehr gut. Die ersten 5 Kilometer bin ich sehr solide und in einer sehr guten Grundpace angegangen. Da lag ich nach 5 Kilometer bei 16 Minuten 20. Das war noch für unter 33 Minuten die Pace. Ich habe mich dann dazu entschieden, die Pace noch mal ein bisschen zu erhöhen. Allerdings muss ich sagen, habe ich dann ein bisschen Zeit verloren. Woran das lag, weiß ich auch nicht genau. Ich bin genau an der Grenze gelaufen, dass ich kurz vorm Seitenstechen war. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich müh schneller gelaufen wäre, hätte ich einfach Seitenstechen gekriegt und wäre weggeplatzt. Von daher war jetzt die Pace eigentlich gerade auf der zweiten Hälfte sehr gut. Gesamt bin ich jetzt, glaube ich, 16. geworden und mit der Mannschaft von der TG Viktoria Augsburg sind wir 3. geworden. War also auch sehr gut. Leider muss ich dazu sagen, kann ich jetzt auch von meiner Uhr her das nicht ganz so genau analysieren, woran es lag, weil die Strecke ist offiziell vermessen mit 10 Kilometern. Ich hatte allerdings nur 9,6 Kilometer drauf und auch die Paces unterwegs waren hier und da ein bisschen wild, sage ich mal. Das heißt, ich kann da jetzt relativ wenig Schlussfolger. Allerdings ist das auch jetzt nicht so tragisch. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich lag eigentlich genau in der Pace, die ich auch von meinem Coach bekommen habe. Klar, ich hätte sehr gern die 33 Minuten unterboten, aber das dann einfach ein andermal, wenn es auch ein bisschen wärmer ist. Denn heute war es schon relativ regnerisch und auch kühl und ich mag es dann doch lieber eher die 20 Grad. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein, war dennoch eine gute Leistung. Dadurch, dass ich ja vergangenen Donnerstag mit meiner Arbeit fertig geworden bin und jetzt wieder normal studiere, habe ich deutlich mehr Zeit fürs Training. Das heißt, ab jetzt geht es wieder richtig hart ans Training. Es sind jetzt noch gute 5 Wochen, wenn ich mich nicht täusche, bis zum ersten Triathlon, dem Ironman 70.3 in Venedig. Ich freue mich schon, die Formkurve geht sehr gut nach oben. Und in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.